Ich stelle euch auch die Frage des Videotitels, ob das wahr ist. Ihr würdet es vielleicht gerne hören wollen, aber leider nicht. Karamit dürft ihr draußen nicht mitführen. Warum? Wieso? Kommen wir gleich zu. Wir packen erstmal das Ding hier aus. Erstmal kurz zur Erklärung: Karamit. Ja, es handelt sich dabei um ein Messer, ist keine Waffe. Hier ist die Klinge gebogen. Warum? Wieso ist das so? Karamit kommt irgendwo aus, ich weiß jetzt nicht mehr, wo das war, irgendwo Indonesien, also da neben Indien irgendwo kamen die. Die wurden eigentlich als Werkzeuge genutzt in der Landwirtschaft. Mittlerweile in Europa sind die aber eher als Kampfmesser deklariert. Die werden in mehreren Filmen und auch in Spielen als Kampfmesser genutzt. Hier habt ihr in der Regel ein Loch, da kommt der Finger durch. Kann man so machen oder viele nehmen den auch so. Es ändert sich, je nachdem, wie ihr lustig seid. Karamit, warum dürft ihr es mittlerweile nicht mitführen? Folgenden Hintergrund: Am Anfang waren das auch hier in Deutschland oder Europa Werkzeuge. Wobei Europa ist uns egal. In Deutschland sind das Werkzeuge gewesen. Aber nach einer gewissen Zeit, nach den gewissen Filmen, Spielen, wurde das Ding hier als Waffe oder Kampfmesser eingestuft. Daher darf man die Karamits nicht mehr mitführen. Warum ist es verboten? Auf jede Aktion folgt eine Reaktion. Wir haben ja gesagt in einem anderen Video, was wir euch hier oben verlinken, Klappmesser auch 12 cm, obwohl es gar nicht stimmt. Ja, aber hier im Laden haben wir sehr viele Kunden, die sagen, ach, Klappmesser gibt ja keine Grenze. Ich nehme 14 cm, 15 cm Klinge und führe das draußen. Und 2 Minuten später wird er von der Polizei erwischt und das Messer geht weg. Ich könnte zwar die Messer mit über 12 cm mitführen, aber das ist immer grenzwertig. Da könnten euch die Messer entnommen werden und wird es auch in der Regel. Das können wahrscheinlich einige von euch bestätigen. Schreibt das doch einfach mal in die Kommentare, wenn ihr solche Erfahrungen gemacht habt oder machen werdet in Zukunft. Fakt ist, Karamit führt die nicht. Lasst die zu Hause in der Vitrine. Oder woanders. Karamit ist in der Regel immer in die Richtung gebogen. Ja, die gibt es in einer feststehenden Form. Also die Klinge ist durchgehend, ist komplett aus Stahl hier und die Klinge könnt ihr nicht einklappen. Aber dann gibt es auch die Karamits zum Einklappen in verschiedenen Farben, wie zum Beispiel in Blau. Hier seht ihr auch, dass die Spitze in die andere Richtung geht. Das zeige ich euch gleich aber. Dann gibt es auch noch die in Regenbogen und zu guter Letzt noch in Grau. Die Karamitmesser sind in der Regel nach unten gebogen, aber nach den ganzen Filmen, Spielen, da gibt es ja auch ein bekanntes Videospiel, CS, den Rest kenne ich nicht mehr. Da biegt man die Karamitspitze einfach in eine andere Richtung für dich. Sieht nicht schlecht aus, die sind auch federunterstützt. Da gibt es auch welche, die nicht federunterstützt sind. Und hier habt ihr auch noch mal einen Goldschneider. Nein, das Messer gilt nicht als Rettungsmesser. Ihr habt hier hinten nochmal einen Clip. Bei den Karamits ist halt das Problem, da gibt es wirklich viele verschiedene Versionen. Die gibt es mit einer Klingenlänge von 8 cm, 12 cm, feststehend, Klapp. Dann gibt es welche, die sind noch, ich sage es mal, fast gerade. Die gibt es auch. Diese Regenbogenform oder Farbe ist halt mittlerweile Mode. Da stehen einige drauf. Das Graue ist eigentlich genauso wie das in Blau. Ist halt nur die Farbe anders. Da gibt es aber auch noch andere Karambit-Hersteller. Muss jetzt nicht unbedingt Haller sein. Es gibt Herberts, es gibt Böker, es gibt Puma zum Beispiel. Die machen auch Karambits in ganz anderen Farben. Wir hatten euch auch mal in dem ersten Video über Messer, was wir euch schon oben verlinkt hatten, Neckknives gezeigt. Es gibt die Karambits auch als Neckknife. Die stecken dann, genau wie das Messer, in so einer Kydex-Scheide. Daraus könnt ihr die auch ein Neckknife machen. Dann müsst ihr das Ding im Endeffekt hier nur noch rausziehen. Und dann habt ihr es in der Hand. Ja, das war's zu den Karambits. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schönen Tag noch. Du hast mich verstanden, ne? Nein, kein bisschen.